Guten Tag. Okay. Leute, es gibt Essen gleich. Ich mach schnell. Es geht um ein. Leck ist das hell. Es geht um eine kleine Verknüpfung, und zwar über den TA zu Palm Spin und dann den Pinky reinlassen. Und zwar den hier. Ja. Das hat mal nach einer gefragt. Ich sag gleich mal, das ist eigentlich kein Palm Spin, weil der Stift einfach nur nach unten plumpst. Palm Spin wäre halt, finde ich, mit mehr Drehung, ja? Nun, dieser Trick war bei Minwoo Solo Video. Der ist dann so hier Spinning, Spinning, Spinning. Dann hat er ein TA gemacht, oder? So ein TA halt gemacht und dann runtergefallen und dann hat er halt weiter gemacht, ja? So, das hat er halt gemacht. Und gut, bei dem Trick ist nicht viel dabei. Und zwar, ihr macht einen TA. Und wenn der Stift über den Daumen ist, ihr müsst natürlich die Tricks können, nur so als Info nebenbei. Wenn der Stift nun also über den Daumen ist, öffne ich die Hand so, wenn ich sage, hey, guten Tag, hey, hallo, ja? Denn dann fliegt er so runter. Und wie fliegt er jetzt hier rein? Indem ich die Lücke hier unten öffne. Das sieht dann halt auch so aus. Oder so, wie ihr halt das wollt. Um das Ganze zu unterstützen, könnt ihr die Hand leicht zur Seite drehen, also leicht Palm ab. Dann ist nämlich der Stift besser unter Kontrolle. Ansonsten hier fliegt er sofort runter. Ihr könnt natürlich auch so machen, es ist alles möglich. Ja? Ihr könnt die Hände auch so wegspreizen, so. Dann kommt er auch in diese Lücke meistens rein. Ja? Müsst ihr mal ausprobieren, wie es für euch am liebsten ist. Am besten ist, nicht am liebsten. Gut. Wichtig dabei noch zu sagen ist, je weiter ihr die Lücke aufmacht, desto weiter geht der Stift vielleicht auch hier hinten rein. Denkt drüber nach. Denkt drüber nach. Deswegen würde ich euch anbieten, bloß leicht aufzumachen, weil dann geht der Stift hier mehr vorne rein. Ihr seht, ich komme hier nicht weiter als so. Und weil ich schon. Also wenn der drin ist, mache ich ja eh zu und dann passt die Sache. Ja? Macht die Lücke nicht zu weit auf. Und ja, wenn ihr übrigens einen höheren Palmspin haben wollt, müsst ihr natürlich mehr Palm abmachen, damit er sich hier drauf dreht und dann eben diese Lücke aufmachen und dann flupp, ist er halt drin. Ja. Gut, ansonsten ist es nur ein TA machen, runterfallen lassen und die Lücke öffnen und er fliegt hier rein. Ja. Wenn er drin ist, wie die Mausefalle, einfach zuschnappen und dann habt ihr ihn. Ich wiederhole es bloß nochmal, die Lücke hier unten nicht zu weit aufmachen, ansonsten ist er zu weit hinten. Macht nur so. Ja? Lang vollkommen. Probiert diesen Trick erstmal langsam und dann klappt es auch. Was man danach machen kann, das ist so viel verschiedenes Zeug, das kann man gar nicht sagen. Man kann, mal schauen, man kann ein volles cranky Zeug machen, dass man halt nur irgendwie im Pinky dranhängt. So, muss man schauen, ob ich den fange, so wie ich ihn fangen will. Ja, ist ein bisschen schwierig. Es gehört halt natürlich Übung dazu, Leute. Naja, machen wir mal eine Methode. Man kann halt ein Pinky Around dranhängen dann später, das ist ein bisschen komisch, finde ich. Man kann aber auch mit einem Charge Reverse weitermachen, also zack und dann halt einen Twisted Sonic oder irgendwie solchen Fingerpass-Variationen. Oder was ich gerne mache, ist dieser Demon Sonic ranhängen. Demon Sonic und dann halt ist oben so ein Scissor Spin mit vielleicht Finger STA, also kleine Mini-Combo, weißt? Oh, flop, flop, ne? So kleine Mini-Combo. Und nun, jetzt gibt's echt Essen, Leute, hier. Ihr schaut euch einfach die Zeitlupe an. Zeitlupe. Und es ist echt nicht schwierig. Stift runterfallen lassen, Lücke nicht so weit aufmachen. Und wenn er drin ist, macht einfach mal einen Demon Sonic danach. Als Einstieg vielleicht. Und danach könnt ihr einfach mal gucken, was sonst noch geht. Ja? Somit wünsche ich euch noch einen schönen Abend und hoffentlich mache ich jetzt demnächst mal die eine Combo, die einer gefragt hat. Kommt auf jeden Fall, falls du das gerade siehst. Ja? Auf jeden Fall danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Tutorial. See ya!